Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 9.3, keine Unterbringung von Asylbewerbern in Dresdner Schulen und Turnhallen. Einreicher des Antrags ist hier die Fraktion AfD. Herr Gilke, bitte zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Stober Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren, als erstes ein kleiner Hinweis, alle die von Ihnen, die digital arbeiten, den Antrag, den wir jetzt, oder den Änderungsantrag, um den es jetzt geht, der ist digital nicht verfügbar, der ist in Papierweise ausgereicht worden. Es geht dabei um den Änderungsantrag vom 26.01. Zur Sache. Mit unserem Antrag in der geänderten Fassung vom 26.01. wollen wir die Interessen der Dresdner Bürger wahren. Dresden ist die Geburtenhauptstadt Deutschlands und dieser Titel bringt verschiedene Aufgaben mit sich. Familienhilfe, Kitaplätze, Schulen. Eine Schule ist eine Bildungseinrichtung. Auch Flüchtlingskinder sind Kinder, die in die Schulen unterrichtet werden. Eine Schule ist keine Wohnstätte und entspricht keiner würdevollen Unterbringung von Asylsuchenden. Ein Klassenzimmer bietet keine Privatsphäre, sondern fördert die Entstehung von Konflikten. Zu viele Menschen verschiedener Herkunft und Religionszugehörigkeiten leben auf engstem Raum. Das können wir nicht unterstützen. Bei steigenden Geburtenraten steigt auch der Bedarf an Schulen. Im Schulnetzplan werden die Prognosen eingearbeitet. Das Gymnasium Prohlis konnte nicht gegründet werden, da es in ein Asylbewerberheim zweckentfremdet worden ist. Spätestens im Schuljahr 21/22 brauchen wir aber zwingend dieses Gymnasium, um den Bedarf zu decken. Die Planung für diesen Schulstandort wurde nun um Jahre zurückgeworfen. Mit den Steinen, die die Stadtverwaltung für dieses Gymnasium Prohlis in den Weg geräumte, sollte nun die Windmühlenstraße einen Ausweichstandort gefunden und eine Schule gebaut werden. Dieser Vorschlag der CDU, der von der AfD aktiv unterstützt wurde, scheiterte an der Machtpolitik der rot-rot-grünen Stadtratsmehrheit zulasten der Dresdner Kinder und Eltern. Wir möchten, dass unsere Bildungseinrichtungen ausnahmslos zur Lehre und Förderung der Kinder dienen und zur Verfügung gestellt werden und das Gymnasium Dresden-Prohlis schnellstmöglich gegründet werden kann. Das Gymnasium in Prohlis haben wir hier bereits beschlossen und sollte noch in dieser Legislaturperiode auch umgesetzt werden. Ebenso haben wir in dieser Runde beschlossen, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, zu prüfen, inwieweit die Dresdner Schulsportstätten für die Bürger zur Gesunderhaltung geöffnet und zugänglich gemacht werden können. Auch unsere Sportvereine brauchen Räume, um den Integrationsauftrag nachzukommen. Sport verbindet Menschen, alle Menschen. Eine Turnhalle kann als Integrationsort für Asylsuchende dienen, aber es ist keine Wohnstätte und entspricht ebenfalls keiner würdevollen Unterbringung. Dresden sorgt als Demo-Hauptstadt für negative Schlagzeilen. Wir als Stadtrat müssen Asylgegnern und Asylbefürwortern die Hand reichen, ihre Argumente und Ängste aufnehmen, abwägen und verantwortungsbewusst im Sinne aller Dresdner handeln. Wir wollen den Dresdnern zeigen, dass wir auch ihr Interesse vertreten. Unsere Schulen und Turnhallen sollen den Schülern und Sportbegeisterten vollumfänglich erhalten bleiben. Darum stimmen Sie für Dresden und somit für diesen Antrag. Und noch ein kleiner Nachsatz. Im Ausschuss haben wir mehrfach gemerkt, dass darüber gar nicht diskutiert wurde. Ich habe aber im sogenannten Treppenhausgespräch mit einigen auch ein interessantes Gespräch geführt. Und darum beantragen wir hier eine geheime Abstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Reihenfolge der Fraktionen beginnt nun FDP, Freie Bürger. Herr Genschmar verzichtet. Dann CDU-Fraktion, Frau Annert. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen Stadträte, keine Schüler und Asylbewerber bei laufendem Betrieb an einem Standort. Das war Position der CDU, das ist Position der CDU und das wird es auch bleiben. Wir hätten diesem Antrag, so wie er vorlag, keinesfalls zustimmen können, das möchte ich ganz deutlich sagen. Ich bin erfreut darüber, dass im Laufe der Beratungen im Ausschuss sich diese Richtung, auch die Begründung des Antrags erheblich verändert hat, sodass wir zumindest dem Änderungsantrag, so wie er eingereicht ist, heute zustimmen können.
Wir haben hier an dieser Stelle zur Aktuellen Stunde das letzte Mal übereinstimmend gehört, dass es in Dresden ein entsprechendes subjektives Sicherheitsgefühl gibt, das zunehmend leidet. Wir haben eine Menge gehört, woran das liegt, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Und wir haben in, glaube ich, 3 Tagesordnungspunkten einen Antrag der Grünen vorliegen, der sich mit dem Kindeswohl in Asylunterkünften befasst. Wir sind hier komplett auf der gleichen Schiene, denn Kinder, die sind unser höchstes Gut und hier geht es tatsächlich um die Sicherheit. Frau Siebeneisen hatte dazu unter anderem ausgeführt, dass wir eben in entsprechenden Unterkünften nunmehr alle auch festgestellt haben, dass hier es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Die Begründung aus dem Antrag werde ich als CDU-Mitglied lieber nicht vortragen. Das wird mir sehr schlecht ausgelegt werden, aber ich denke schon, dass wir hier alle auf dem gleichen Weg sind und uns dessen bewusst sind, dass die Sicherheit von Kindern kein Spaß ist. Und dass das Kinder zu schützen nicht nur Aufgabe der Eltern ist, sondern Aufgabe von uns allen. Und deshalb wünsche ich mir, dass die Eltern in dieser Stadt, die eben ein zunehmendes Schutzbedürfnis haben und dieses mit Sorge in manche Richtungen schauen, was hier passiert, dass wir ihnen heute das ganz klare Signal geben, dass Schule ein Schutzraum ist und dass Schule auch ein Schutzraum bleiben wird. Für die Fraktion Die Linke, Frau Appel. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Keine Unterbringung von Asylbewerbern in Dresden, Schulen und Turnhallen. Klingt fast so, als wäre das in enormem Maße der Fall gewesen. Ja, es gab einige Sporthallen, die Sporthalle der TU, die Offiziershochschule, die Sporthalle am Schleiermacherstraße und der Täterstraße, die als Unterkunft genutzt wurden. Sie wurden als Unterkunft genutzt, weil sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit kamen und die Stadt sie nicht anders unterbringen konnte. Was sollte sie denn sonst tun? Sie auf der Straße schlafen lassen? Das sind wohl entsprechend bessere Unterkünfte. Es war eine Notsituation und deswegen hat man so gehandelt. Und weil die Notsituation jetzt geringer ist, handelt man wieder. Die Schleiermachstraße ist leergezogen, sie wird ab April saniert. Die Offiziershochschule, die Sporthalle wurde ebenfalls bereits geräumt und es werden sicher auch die anderen Sporthallen, die beiden Sporthallen noch folgen. Was ist denn den Kindern passiert? Gar nichts. Schule ist kein luftleerer Raum, in der sich etwas befindet und nur dort stattfindet. Der Schulsportunterricht ist kaum davon betroffen gewesen. Und selbst wenn wir ein paar Stunden Schulsport mal ausfallen lassen, ist das auch nie so furchtbar. Die Stadt Dresden tut enorm viel für den Sport. Vielleicht haben Sie es nicht mitgekriegt, die Herren der AfD. Das ist die Liste der Sporthallen, die wir in den letzten 2 Jahren beschlossen haben. Das sind 16 Sporthallen. 16 Sporthallen haben wir in den 2 Jahren beschlossen, neu zu bauen, sie zu sanieren. Dabei sind etliche davon, nämlich 5, 4 Feldsporthallen oder 3 Feldsporthallen. Also wir haben sehr viel für den Sport getan. Wir haben die Sportflächen, werden permanent erweitert. Also es ist nicht so, dass wir hier auf einem Niveau agieren müssen, welches sehr schlecht ist. Ja, mir ist es lieber, es fallen ein paar Sportstunden aus, als dass es keine Unterkunft für die Geflüchteten gibt. Und ich wünsche mir natürlich die dezentrale Unterkunft. Und ich wünsche mir andere Bedingungen. Aber es kann auch in Zukunft eine Notsituation geben. Im Moment schieben wir das Problem einfach mal ab an die Griechen, an die Türken. Und am liebsten würden wir Dresden zumachen. Aber das wird ja nicht die Endlösung sein, sondern es werden weiter Geflüchtete hier nach Dresden kommen. Es werden weiter hier Menschen vor unserer Tür stehen und das Recht haben, auch hier zu sein.
Sie beziehen sich auf die Stellungnahme des Kreiselternrates vom 4. Oktober 2015, wo die Eltern gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Turnhallen für die Geflüchteten genutzt werden. Ich kann Eltern sogar verstehen, die einen Blick auf ihr eigenes Kind nur in dem Moment haben und nicht im Überblick vielleicht viele Dinge sehen. Aber ich möchte die andere Seite auch zeigen. Es haben genauso Eltern sich gemeldet, ich war bei dieser Sitzung beim Kreiselternrat, die gesagt haben, nee, wir wollen mal darüber sprechen. Es gibt ganz viele Initiativen von Schulen, die mit Geflüchteten arbeiten. Sie möchten ja am liebsten, dass gar keine Berührung existiert. Was sind denn das für Vorschläge für die Zukunft von der AfD? Ich sage Ihnen, was die Schülerinnen und Schüler machen. Es gibt in manchen Schulen regelmäßige Asyltreffs, zum Beispiel in meiner eigenen Schule, jeden Freitag, ob Weihnachten am 25., ob kurz nach Neujahr. Man trifft sich dort mit Asylbewerbern, die aus den Erstaufnahmeeinrichtungen kommen. Und man kommuniziert miteinander. Das ist Integration. Es gibt ein Jugendtreff zum Beispiel in der Stadt Dresden, wo verschiedene Gymnasien, zum Beispiel das Romain-Rolland und die Freie Alternativschule, sich gemeinsam mit Jugendlichen hinsetzen und den Nachmittag verbringen und überlegen, wie sie den verbringen. Das gehört in die Schulen. Sie wollen Asyl aus den Schulen verbannen. Ich bin froh, dass diese Schülerinnen und Schüler unsere Zukunft sind und nicht die AfD. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebenmeier. Wenn man sich den Änderungsantrag anguckt, den die AfD heute hier zur Abstimmung stellt, dann ist es doch schon sehr beachtlich, wie wenig von ihrem Ursprungsantrag übrig geblieben ist. Und es hat natürlich den Grund, dass viele Dinge, die sie im Ursprungsantrag gefordert haben, zum Beispiel einen temporären Aufnahmestopp, Asylbewerber so schnell wie möglich abzuschieben und ähnliche populistische Forderungen, dass die zum einen nicht in Zuständigkeit der Stadt liegen und deshalb vom Oberbürgermeister gar nicht als Antragspunkte zugelassen wurden. Sie sind, ja, man kann mit Sicherheit an Anträgen arbeiten, aber das zeigt mal wieder, wie die AfD sämtliche politischen Ebenen durcheinanderwürfelt, um Stimmung zu machen zum Thema Asyl. Jetzt zum Antrag selbst. Wir Grüne, und da spreche ich, glaube ich, auch für die Mehrheit, sehen natürlich Turnhallen als Notunterkünfte letzten Mittels. Da sind wir voneinander überhaupt nicht weit entfernt. Wir haben auch in den Beratungen die Frage gestellt, was ist denn Ihre Alternative? Frau Apel hat es angesprochen. Obdachlosigkeit, Zelte im Winter. Sie müssen auch eine Antwort darauf geben, wenn Sie Turnhallen so nicht nutzen wollen, wir aber keine anderen Unterkünfte haben, wo Asylbewerber dann hin sollen. Wir haben auch keine Container im Moment. Das wissen Sie auch. So, das Nächste. Die Boxberger Straße. Und da spreche ich nochmal direkt Frau Arnert an. Ich weiß es nicht, ob dieses Thema hier geeignet ist, jetzt die großen Schulretter zu spielen. Wir haben uns seit Jahren dafür eingesetzt, dass an der Boxberger Straße ein Gymnasium für Prolis entsteht. Dass jetzt dieses Thema hier entdeckt wird von Seiten der CDU und jetzt sogar im Änderungsantrag von Seiten der AfD, das ist nichts als Stimmungsmache. Und ich sage ganz ehrlich, es ist nicht in Ordnung, wenn Sie versuchen, Schulkinder gegen Asylbewerber beim Standort Boxberger Straße gegeneinander auszuspielen. Ein letzter Punkt, Frau Arnert. Ich habe fast geahnt, dass es jetzt kommen wird, das Unsicherheitsgefühl in der Umgebung.
Es gibt vielleicht bei einigen ein erhöhtes Unsicherheitsgefühl. Das wird aber nicht kleiner, wenn diese Gefühle politisch immer wieder reproduziert werden und hier auch so ausgesprochen werden. Nachweislich gibt es an Standorten im Umfeld von neuen Asylstandorten keine höhere Kriminalität. Dazu gibt es Zahlen sowohl auf Landesebene vom Innenminister als auch hier kommunal haben wir das behandelt. Also das Gefühl ist ein Gefühl und entspricht nicht der Tatsache. Insofern kann ich Ihre Schlussfolgerung, was den Kinderschutz angeht, nicht folgen. Ganz ehrlich. Konflikte bei großen Standorten, da haben Sie versucht, mich zu zitieren aus dem letzten Jugendhilfeausschuss, die gibt es in der Tat. Und ich werde, wenn wir dann unseren Antrag einbringen, darauf auch nochmal eingehen. Diese Konflikte in großen Gemeinschaftsunterkünften ohne Rückzugsorte, auf engstem Raum untergebracht, entstehen aber nicht, weil die Menschen, die zu uns kommen, gewaltbereiter sind, sondern weil sie in einer Ausnahmesituation miteinander leben müssen und da Konflikte entstehen. Das heißt, es geht nicht per se in dieser Unterbringung von Asylbewerbern ein Konfliktpotenzial aus und man braucht sich auch nicht um die Sicherheit unserer Kinder in der Umgebung sorgen. Wir werden den Antrag der AfD natürlich ablehnen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Blümel, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Fiorius-Hähne, es wäre schön, wenn ich jetzt in Ruhe reden dürfte. Danke sehr. Liebe Kollegen von der AfD, klatschen Sie nicht zu zeitig, denn ich setze mich jetzt mit Ihrem Antrag auseinander. Und beginnen möchte ich damit, welchen Eindruck Sie mit diesem Antrag und mit anderen Anträgen zu diesem Thema hier erwecken. Sie geben sich seriös, sachlich, bürgerlich, Argumente oder Worte fallen wie Abwägen, Aufnehmen von Meinungen der Bürger. Und wenn man sich dann anguckt, was in der Sache tatsächlich Ihr Antrag beinhaltet, dann komme ich zu ganz anderen Schlüssen. Ich komme zum Schluss, Sie instrumentalisieren Sorgen und Nöte. Sie schüren Ängste, die tatsächlich vorhanden sind. Und Sie bieten keine Alternativen, so wie Sie in Ihrem Namen sich repräsentieren, sondern Sie sagen immer nur das, was Sie nicht wollen. Damit bewegen Sie sich auf dem Niveau derer, die zu wenig wissen und die deswegen auch Dinge ablehnen. Sie haben beantragt, und ich rede jetzt über die Dinge, von denen ich etwas verstehe, nämlich über das Thema Sport, dass wir keine Turnhallen zur Unterbringung von Menschen, wir reden hier von Menschen, benutzen sollen. Sie erwecken also den Eindruck, in dieser Stadt würden massenhaft Menschen in Turnhallen untergebracht. Was ist die Tatsache? Die Tatsache ist, wir haben in Dresden 115 Einfeldsporthallen. Wir haben 9 Zweifeldsporthallen. Wir haben 12 Dreifeldsporthallen. Das sind insgesamt 136 Turnhallen mit 169 Feldern. Wir haben in ganzen 3 Turnhallen in einer Notsituation Menschen untergebracht. Und die Kollegin Apelt hat es, glaube ich, gesagt, eine davon geht demnächst schon wieder sozusagen außer Betrieb und bei den 2 anderen hoffen wir, dass wir es recht zügig auch wieder hinbekommen, dass wir die Menschen woanders unterbringen, weil wir natürlich gemeinsam schon mit einer großen Mehrheit vor langem beschlossen haben, dass wir Menschen auch menschenwürdig unterbringen wollen. Das heißt, es gibt eine ganz klare Tatsache, ganz wenige Menschen mussten wir in einer Notsituation auch in Turnhallen unterbringen. Und Sie erwecken den Eindruck, das sei ein riesiges Problem für diese Stadt. Und deswegen müsse man dem mit einem Antrag begegnen. Jetzt müsse man beschließen, dass das nicht mehr stattfindet. Im November, im Dezember, im Januar, im Februar und im März ist kein einziger Mensch in einer Turnhalle neu untergebracht worden. Es ist also kein Problem, was Sie hier schildern, sondern es ist das Schüren von Ängsten, es ist das Instrumentalisieren von Sorgen und Nöten. Wenn Sie, und ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie tatsächlich ernsthaft auch selbst diese Sorgen und Nöte haben,
Wenn Sie aber reelle Lösungen wollen, dann müssen Sie auch sagen, was sind die Alternativen als Alternative, die Sie glauben zu sein. Wir haben darüber gesprochen und wir haben abgewogen, zum Beispiel in unserer Kooperation. Wollen wir für 30 Millionen Euro jetzt Container beschaffen? Da haben wir gesagt, in der Gesamtschau halten wir das unter den gegebenen Umständen für nicht richtig. Deswegen haben wir das zurückgestellt. Die Alternativen auf dem Tisch waren auch extrem teure Hotelunterbringungen. Auch da haben wir uns sehr schwer getan. Da haben wir abgewogen, da haben wir Alternativen geprüft. Und wir haben auch überteuerte Mietwohnungen am Markt gefunden. Auch da sagen wir, das sind Dinge, die wir nicht unbedingt wollen. Also es ist schwierig und das muss man auch erklären den Menschen, dass es eben nicht so einfach ist und dass man das aus der Hand schüttelt. Und wenn man das tut, dann nimmt man den Menschen auch Sorgen und Ängste und nicht dadurch, dass man einfach gestrickte Anträge hier stellt und glaubt, wenn man den beschlossen hat, dann ist das Problem vom Tisch, dann ist es gelöst. Auch Sie werden erleben, dass selbst wenn Dinge, die Sie hier beantragen, beschlossen werden, in der Praxis dann zu keinerlei oder zu einer Wirkung führen, die Sie nicht beabsichtigen, dass Sie dann diesen Menschen erklären müssen, warum es eben nicht so einfach ist. Wir beschließen heute hier im Stadtrat was und morgen ist das Problem verschwunden. Deswegen fordere ich Sie auf, nehmen Sie diese Hinweise auch von anderen Kollegen hier auf, ziehen Sie sich nicht zurück in diese Rolle als ewig Verfolgte. Werden Sie seriös, werden Sie sachlich, dann sind Sie auch Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft und dann sind Sie auch berechtigt, an dieser Diskussion so teilzunehmen wie alle anderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nach Abschluss der Fraktionsrunde, Herr Kring. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, was die AfD hier eintritt, ist ja nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir fordern natürlich einige Dinge, die weit darüber hinausgehen, deswegen also ein Ergänzungsantrag. Sie können ihn nachlesen, auch im öffentlichen Teil des Sessionssystems ist er nachzulesen. Es geht kurz und knapp, also den Antrag, kurz mal den Inhalt zu erläutern. Es geht kurz darum, wer hierher kommt und sagt, ich möchte Asyl, ist erstmal so einfach wie möglich unterzubringen. Das Verhalten der Leute ist zu katalogisieren, aufzuschreiben, beweissicher und das geht dann ins Asylverfahren ein. Der hat schon dreimal eine Schlägerei angezettelt, das kommt dann bei der Beurteilung des Asylgrundes mit. Wer sich strafbar macht, wird geschlossen, wird kaserniert, untergebracht, solange bis entschieden ist und die ganzen Integrationsmaßnahmen kommen erst nach einer Anerkennung zum Gelten. Meine Damen und Herren, es war aber, dass ein großer Krieg über das Land kam und der König nicht wusste, ob er dem Feind würde Herr werden. Dieser Satz steht dort, wo er hingehört, nämlich im Märchenbuch der Brüder Grimm. Wir wissen heute, dass nicht einfach ein Krieg von sich alleine übers Land kommt und auch eine Flüchtlingswelle nicht eine zufällige Katastrophe ist, so wie Sie das ja darstellen, sondern sie natürlich gesteuert ist. Wer die Kriege in Afghanistan und im Irak geführt hat, ist bekannt. Der Weltimperialismus unter der Führung der USA. Aber auch die Kriege in Syrien sind USA gemacht. Und auch die Welle der Wandernden ist natürlich nicht zufällig, sondern sie ist gesteuert. Länder und Geheimdienste unterwandern die sozialen Netzwerke und organisieren, dass Grenzen sich plötzlich öffnen und wieder schließen. So viel also zu den Ursachen. Und deswegen weg mit der Gefühlsduselei und hin zur Namensnennung, wer dran schuld ist, der Weltaggressor USA und seine Wirtschaftsmagnaten. Die verdienen nämlich an diesem Geld, an diesem Krieg richtig schön und setzen ihre geostrategischen Interessen durch. Und somit auch das Verhalten unserer Herrschaften. Die haben nämlich weder für das deutsche Volk noch für die Flüchtlinge irgendetwas übrig. Es glaube bitte niemand, dass sich Frau Merkel wirklich für Flüchtlinge interessiert, sondern sie nutzt die Flüchtlinge, um ihre finanziellen, ihre wirtschaftlichen, ihre Rüstungsinteressen durchzusagen. Diese Leute sind fremdgesteuert von den Lobbyisten im Bundestag. Was heißt das nun für uns? Mit einer gewissen Verpflichtung im Grundgesetz, die wir alle kennen, und im Hinblick auf die Flüchtlingskommission. Oberstes Gebot muss sein, dass die Hilfe für das 1% der berechtigt Fliehenden nicht blockiert wird durch die 99% von Fremden, die hier mit unlauteren
Absichten auflaufen. Wem wirklich zu Hause das Dach über dem Kopf weggebombt wurde, der wird höchst dankbar sein, hier irgendein trockenes Zelt satt und warm zu essen zu haben und jedenfalls nicht mehr bedroht zu sein. Und er wird zufrieden sein mit dem, was man ihm vorsitzt, und sich nicht vor seine Einrichtung stellen mit irgendeinem selbstgemalten Pappschild, dessen Inhalt er gar nicht versteht. Er wird nicht Frauen belästigen, er wird keine Diebstähle begehen oder Rauschgift dealen. Er wird einen Pass haben, der der Wahrheit entspricht, oder jedenfalls wird er wahrhaftige Angaben zu seiner Herkunft machen. Und er wird nur einmal und nicht achtmal Flüchtlingshilfe beantragen. Meine Damen, oder nicht unter 8 Identitäten, damit Sie weiter wissen, was ich meine. Meine Damen und Herren, alles, was im Ergänzungsantrag gefordert wird, dient einzig dazu, herauszufiltern, die, die hier nicht hingehören und die das Flüchtlings- oder Asylrecht missbrauchen. Es sollte ziemlich einfach sein, die zu erkennen, die aus unredlichen Motiven hier sind. Einzige Bedingung ist, dass wir konsequent das Fehlverhalten dauerhaft registrieren und sanktionieren. Wer betrügt, fliegt. Und wer nicht fliegen kann, der wird geschlossen, kaserniert, solange bis die Abschiebung möglich ist. Das sind wir unserer Bevölkerung schuldig und das sind wir auch denen schuldig, die aus ernsthaften Fluchtgründen hier sind und die bereit sind, sich die Gegebenheiten des Fluchtlandes anzuerkennen. Insofern geht das, was im Ergänzungsantrag steht, natürlich weit darüber hinaus, nicht nur keine Turnhallen zu nutzen, sondern das Übel an der Wurzel zu packen. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung. Danke. Ich habe jetzt auf der Rednerliste Herrn Lichti, Herrn Musculus, Herrn Gilke werde ich fürs Schlusswort als Einreicher haben und Frau Arnert. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es gab gerade einen Zwischenruf von der CDU auf den Redebeitrag von Herrn Green, der, glaube ich, nicht zitierfähig ist. Das hat ja was mit Arnsdorf zu tun. Ich würde sagen, da würde ich immer ausnahmsweise mich anschließen. Ich finde das wirklich unerträglich und ich sage das auch nur, wir sind uns da sicher einig, damit es nicht wieder heißt, im Stadtrat Dresden werden solche Reden unwidersprochen hingenommen. Also diese Verschwörungstheorie, die Herr Green jetzt zu Besten gegeben hat, die ist natürlich abenteuerlich, die ist hanebüchen und die ist hetzerisch, die ist rassistisch, die ist antisemitisch. Das ist also das übelste Kaliber, was man sich so vorstellen kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich dort uns alle gemeinsam, egal auf welcher politischen Seite wir stehen, uns gegen diese rassistische, antisemitische Hetze auch aussprechen. Ich glaube, das sollte hier manchmal doch nochmal gesagt werden. Ganz herzlichen Dank, Herr Lichti. Herr Musculus. Herr Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, Stadträte. In der Tat, Herr Lichti, dieser Hetze muss widersprochen werden. Es wundert aber andererseits nicht, dass der NPD-Stadtrat Green gerne die Vorlage der AfD-Fraktion aufgenommen hat. Das gibt ihm wieder eine Gelegenheit, sich darzustellen und seine narzisstischen Positionen hier zu verbreiten. Darüber haben wir ausgesagt, Sie, Herr Lichti, haben genügend dazu gesagt. Deshalb möchte ich mich nochmal der AfD und auch der CDU-Fraktion zuwenden, die ja in ihrem Redebeitrag verkündet hat, dass sie dem Antrag der AfD-Fraktion in der vorliegenden Fassung jetzt zustimmen kann. Es ging in der Tat damals um eine Notfallversorgung. Eine Notfallversorgung, Menschen mussten untergebracht werden, schnell untergebracht werden. Die Stadtverwaltung hat auf Turnhallen mit zurückgegriffen. Das ist in Ordnung so, im Rahmen einer Notfallversorgung. Und ich möchte hier auch nochmal auf den Antrag der AfD-Fraktion kommen. Sie schlussfolgern dann in der Begründung unter anderem, nachdem sie ihren Antrag da gestellt hat, vor diesem Hintergrund müssen die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung gemeinsam mit den Stadträten dringend Vorsorge treffen, gemäß dem Gemöblis und so weiter, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Was wollen Sie uns damit sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion? Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen gefördert werden. Für Sie sind offensichtlich Asylbewerber, die nach Dresden kommen, zunächst erstmal überhaupt keine Einwohnerinnen und Einwohner. Denn deren Rechte gilt es ja nicht zu fördern und zu unterstützen.
Das ist doch eine sehr krude Auffassung. Und ich wundere mich auch, dass die CDU-Fraktion sich diesen Ansinnen anschließen möchte. Selbstverständlich muss es möglich sein, dass die Stadtverwaltung handeln kann, in Notfällen Turnhallen zu nutzen. Sie haben keinen konstruktiven anderen Vorschlag, wie das Problem zu lösen ist, in Notfällen. Und deshalb ist es auch ein beschämender Akt, dass AfD, CDU und NPD hier gemeinsam heute abstimmen wollen. Dankeschön. Frau Anna. Schwer durchatmen. Also Nummer eins, hilfreich ist, glaube ich, erstmal zu lesen, worüber wir jetzt tatsächlich abstimmen. Hilfreich ist auch, tatsächlich zuzuhören, was man hier vorne erzählt. Ich würde mal vorlesen, was tatsächlich jetzt Beschlusslage ist oder das, was wir jetzt abstimmen wollen, auch mit vor dem Hintergrund. So wie es hier formuliert ist, haben wir es als CDU komplett den ursprünglichen Antrag im Bildungsausschuss als Änderung eingebracht. Das hat keine Mehrheit gefunden und die AfD hat unseren Antrag übernommen. Weil so wie es ging, also wie es war, sorry, aber das ging überhaupt nicht. Purer Populismus ging gar nicht. Aber wir wollen von unserer Position natürlich auch nicht abrücken. So, hier steht noch, der Oberbürgermeister wird beauftragt, von der Unterbringung von Asylbewerbern an Schulstandorten im laufenden Betrieb und Sporthallen grundsätzlich abzusehen. Dem können Sie nicht zustimmen. Es ist zu prüfen, inwieweit die zwischenzeitlich begonnene Nutzung wieder zu beenden ist. Und da stehen wir tatsächlich hinter jeder einzelnen dieser Zeile. Warum sage ich zuhören? Also Frau Siebeneicher, ich habe überhaupt nicht ein einziges Mal das Wort Boxberger Straße in den Mund genommen. Also Sie haben sich auf eine Rede vorbereitet, die auf meinen Redebeitrag leider überhaupt nicht passte. Und ich habe das wohl weislich nicht gemacht, weil ich diese erneute Diskussion hier eigentlich nicht aufmachen wollte, sondern weil ich es tatsächlich ähnlich sehe wie Sie und wir uns eigentlich, glaube ich, sehr beieinander sind. Das ist eine Zielsetzung, die hier formuliert ist. Und das ist kein Rumeiern, sondern das ist eine klare Botschaft an die Verwaltung, dass sie genau gucken soll in Zukunft, wie sieht es aus, was kommt im Freistaat an Asylbewerbern rein und vorbereitet sein soll, damit das eben nicht wieder passiert. So. Ich stimme der Begründung nicht zu, sondern beschlossen wird der Beschlussvorschlag, wobei das, was drinsteht, auch nicht falsch ist. Ne? So, und uns jetzt quasi zu unterstellen, wir würden jetzt Kinder gegeneinander und Asylbewerber und wir würden die Asylbewerber hier stigmatisieren. Also in dem, was Sie dann hier vortragen, haben wir jetzt einen Änderungsantrag, wo Sie exakt sagen, Kinder, Jugendliche, Familien in Gemeinschaftsunterkünften nicht unterzubringen. Jetzt erklären Sie mir mal, auf dem Schulhof mit einer Trennwand ist das vollkommen in Ordnung, aber für Familien und Kitas in Gemeinschaftsunterkünften, hier reden wir zum Beispiel vom Hotel Prinz Eugen, das sind Einzelzimmer mit 4 Leuten, die haben extra Wohnungen, das ist nicht anders wie in der Platte, also das verstehe ich nicht. Und tatsächlich uns vorzuwerfen, wir würden hier Asylbewerber stigmatisieren. In Ihrer Begründung nehmen Sie explizit dazu Stellung, dass eine besondere Gefährdungslage für Kinder in Asylunterkünften besteht, weil eine besondere Gefahr von sexuellen Übergriffen da ist. Uns vorzuwerfen, wir würden hier Flüchtlinge stigmatisieren, das ist so vergleichbar. Also da ist ein Zaun dazwischen. Kinder sind Kinder und uns muss allen des Kindes wohl richtig sein. Und dann kann ich nicht sagen, hier ist es nicht in Ordnung und dort ist es. Wir werden auch Ihrem Antrag zustimmen. Geht um Kinder. Vielen Dank, Herr Abendaujos. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich fürchte, die CDU hat sich doch
auf die falsche Fährte locken lassen von der AfD. An sich waren wir uns wahrscheinlich einig, jedenfalls wenn ich Frau Arnert beim Wort nehme. Die erste Fassung ging gar nicht. Die zweite Fassung, die brauchen wir nicht, weil da wird nur etwas gesagt, was ohnehin schon Realität ist. Es ist schon Realität, dass die Verwaltung Turnhallen, Unterbringung als Ultima Ratio, als letzten Ausweg handhabt. Und es ist schon Realität, dass die Verwaltung jede Turnhallenunterbringung so schnell wie möglich auf den Prüfstand stellt. Der Kollege Blümel hat es genau und an Zahlen belegt ausgeführt. Und was ist jetzt das Ergebnis? Sie machen einen Antrag salonfähig, den der ganz, ganz große Teil in diesem Gremium niemals hätte zustimmen dürfen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und deswegen kann ich nur sagen, purer Populismus kommt von Ihrer Seite und nicht von uns. Nächster Redner, Herr Bauer. Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte, ich möchte die Angriffe von Herrn Lichti gegen die NPD-Gruppe auf das Schärfste zurückweisen. Was hier gerade geschehen ist, das ist zum einen unredlich und zum anderen unverschämt. Ich denke, Sie müssen ganz genauso unsere Redemeldungen abkönnen, wie wir Ihre Wortmeldungen abkönnen müssen. Ich habe ebenfalls mit Staunen zur Kenntnis genommen, was hier vom linken Lager abgesondert wurde. Wenn sich eine Frau Sturm der Realität verweigert, eine Frau Barkow in ihren eigenen Sphären schwebt, eine Frau Siebeneichen ebenfalls der Meinung ist, sie müsste sich komplett der Realität verweigern, eine Avenarius der Meinung ist, wir können hier Hunderttausende und Millionen von Flüchtlingen irgendwie integrieren, dann frage ich mich auch, was Sie genommen haben. Aber ich kann das ab, ich höre mir das an und ich denke mir mal einen Teil, aber ich möchte Sie auch mal dazu auffordern und vor allen Dingen Sie, Herr Lichti, nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, dass wir hier ein gewaltiges Problem haben, dass wir hier im vergangenen Jahr weit mehr als 1 Million illegale Einwanderer, wir reden ja nämlich nicht von Asylanten oder Flüchtlingen, wir reden von einer illegalen Einwanderung. Wir haben in diesem Jahr, im Januar und Februar, bereits 120.000 neue Asylanträge auf dem Tisch. Und dann meinen Sie hier, wir können das alles hier im Stadtrat von Dresden lösen, indem wir einfach mal sagen, ja, wir bringen die alle unter. Ich gehe da mit meinem Kollegen, dem Herrn Green, absolut konform. Wir müssen uns hier durchaus damit beschäftigen, was die Ursachen sind und nicht, ob man hier ein paar Leute in Turnhallen stecken oder ob man sie hier in Dresden untergebracht bekommt oder nicht. Wir müssen hier mal unseren Horizont erweitern und wir müssen mal über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Und da gebietet es sehr wohl, dass wir uns hier im Stadtrat damit beschäftigen, wie wir diese Probleme in den Griff bekommen und wo wir eventuell auch hier als Dresdner Stadtrat ansetzen können, um diese Flüchtlingswelle der illegalen Einwanderung, die hier über uns hereinbricht, abstellen zu können. Und Sie werden sich noch umschauen, vor allem Sie, Herr Abendmarius, wenn Sie denken, wir können die alle integrieren. Wir haben gewaltige gesellschaftliche und soziale Verwerfungen, die schon mitten im Gange sind. Und da werden noch mehr auf uns zukommen. Wir haben gewaltige finanzielle Auswirkungen. Wir reden hier von einem Gesamtvolumen, das haben Experten errechnet, von 900 Milliarden Euro, die diese illegale Einwanderungswelle verursachen wird. Wir haben jährlich schon jetzt ungefähr 20 Milliarden Euro. Sie müssen sich damit auseinandersetzen und das gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Danke. Herr Schmählich, bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Beigeordneter, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde selbstverständlich nicht zu Herrn Bauer sagen. Ich möchte nämlich nochmal zurückkommen auf den Antrag der AfD und hier nochmal auf einen Punkt hinweisen und da dann auch den Schulterschluss, der jetzt zwischen CDU und AfD passiert, hat ja eine Vorgeschichte und darauf möchte ich kurz hinweisen. Man stellt Anträge, die Verwaltung zu einer bestimmten Verhaltensweise bringen sollen, wenn man meint, dass es dazu nur Notwendigkeit geben muss. Diese Notwendigkeit, das ist in der Debatte deutlich geworden, ist nicht gegeben. Also
stellt man den Antrag, um nach außen offensichtlich für die Bevölkerung deutlich zu machen, das wollen wir nicht und das wollen wir ausschließen. Interessant ist aber Folgendes, und deshalb gestatte ich mir mal, das Verhalten von CDU und AfD im Sozialausschuss, als es genau um die Frage nämlich ging, erhöhen wir die vom Stadtrat avisierten Sollzahlen für Unterkünfte von 65 aufgrund der damaligen Situation, dass nämlich unvorhergesehen viele Menschen zu uns gekommen sind, haben wir genau diesen Antrag gestellt, übrigens mit dem Text auch, um die Unterbringung in Sportanlagen nicht notwendig zu machen, wollen wir die Erhöhung der Gemeinschaftsunterkünfte über die 65 hinaus. Entschuldigung, lesen Sie mal nach. Und dieser Antrag ist im Ausschuss sowohl von der AfD im Sozialausschuss als auch von der CDU abgelehnt worden. Da können Sie gerne nachschauen. Wissen Sie was, bei mir funktioniert die Erinnerung noch gut und Sie sollten sich zumindest mal bei Ihrer Kollegin im Sozialausschuss erkundigen, Herr Dohnhauser, wie man sich dort verhält. Exakt, das ist passiert. Und daran wird doch deutlich, dass es gar nicht darum geht, konstruktiv die Stadtverwaltung in der Aufgabenstellung zu unterstützen, sondern es ausschließlich darum geht, populistische Botschaften, die die AfD in die Bevölkerung senden will, hier sich sozusagen als Trittbrettfahrer seitens der CDU mit draufzustellen. Das ist ziemlich blamabel. Nunmehr das Schlusswort. Herr Schollbach, eine Wortmeldung noch? Ich schließe dann nach Herrn Schollbach die Rednerliste und würde Herrn Gilke dann das Schlusswort auch übergeben und wir treten dann ins Abstimmungsverfahren ein. Herr Schollbach, bitte. Ja, ich möchte eine Frage stellen an den zuständigen Beigeordneten, das ist der Herr Vorjohann. Es ist ja so, dass es noch kommunale Turnhallen gibt, die belegt sind gegenwärtig. Und die Frage ist einfach, mir ist bekannt, dass es durchaus Möglichkeiten gäbe, diese Turnhallen wieder für den Sport zur Verfügung zu stellen, dass das allerdings durch Sie verhindert wird, weil nämlich in Ihrem Interesse es ist, diese sehr preiswerte Möglichkeit der Unterbringung aufrechtzuerhalten und deshalb verhindern Sie genau das, während die CDU-Fraktion hier populistisch gemeinsam mit der rechtsextremen AfD Anträge stellt, die Schulturnhallen freizustellen. Und ich wüsste gern, was Sie dazu sagen. Ja, sehr geehrter Herr Schollbach, ich sage mal etwas kurz dazu. Ich glaube, Sie haben wohl eine Vollmeise. Also die Situation ist so, dass wir im Moment die Menschen, die kommen, unterbringen in den Vonovia-Wohnungen. Und da ist es eine schwierige Situation, weil in dem Moment, wo die Flüchtlinge anerkannt werden, dann brauchen wir genau den gleichen Wohnraum ja wieder. Also wir haben jetzt im Moment keine bequeme Situation hier. Die Alternative, die wir gemeinsam diskutiert haben, war, und das haben wir dann, haben Sie abgelehnt, die Containerstandorte oder andere Standorte, die relativ kostenintensiv sind. Mir vorzuwerfen, ich würde hier so ein Spiel betreiben, wie Sie es gerade gemacht haben, ist ein bisschen happig, Herr Schollbach. Herr Kollege Feuern, sachlich bin ich damit einverstanden. Ich würde nur anregen, das Wort Vollmeise nicht in der öffentlichen Diskussion zu verwenden. Weil das halte ich von dieser Bank für noch unangemessener, als wenn es die Kollegen unten verwenden. Und wir würden ansonsten einen Geschäftsordnungsantrag, hat sich erledigt, Herr Lichti. Herr Schollbach, dazu nochmal. Ja, auf Ihren beleidigenden Ausfall würde ich jetzt nicht eingehen, Herr Beigeordneter. Ja, das ist, ich lasse Sie sich noch eine Weile abreagieren, wenn Sie das brauchen, bitteschön. Mein Stil ist es nicht, wenn es der der CDU in Dresden ist, bitteschön. Nochmal zur Sache.
Herr Vorjohann, uns liegen diese Informationen vor und ich darf hier ankündigen, dass wir diesen Informationen sehr genau nachgehen. Es kann doch wohl in der Sache nicht wahr sein, dass hier die CDU im Stadtrat eine Position aufmacht und ihr eigener Beigeordneter, der diese Situation abstellen könnte, dass nämlich Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Turnhallen untergebracht werden müssen, das aus reinem Kosteninteresse verhindert. Das kann nicht sein. Und da kann ich Ihnen hier versprechen, dieser Sachlage werden wir sehr genau nachgehen, das werden wir sehr genau prüfen und diesen Vorgang auch offenlegen. Ja, vielen Dank. Ich kann insofern auch das Versprechen der Verwaltungsspitze sagen, dass wir genauso den Sachverhalt nochmal aufklären werden und das in zuständigen Gremien nochmal entsprechend behandeln. Ich habe jetzt für Schlusswort Herrn Gilke. Herr Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, waren doch relativ viele Beiträge. Frau Apel, Sie sprachen von Turnhallen, aber nicht von Schulen, interessant. Noch etwas, Sie sprachen von Notsituationen. Die Notsituationen sind in diesem Antrag überhaupt nicht betroffen. Das heißt also, wenn der OB das Problem hat, dass ein Bus voll mit Menschen da ist und er weiß nicht, wo er sie hinbringen kann, kann er sie natürlich in Turnhallen unterbringen, genauso auch mit der Dresdner Bevölkerung beim nächsten Hochwasser. Sie kritisieren die Kreiseltern, den Kreiselternrat, weil die Eltern da etwas sich gewehrt haben. Es ist ein Elternrecht und meines Erachtens sogar eine Elternpflicht, sich um ihre Kinder zu kümmern. Das zur Frau Abel. Frau Siebeneicher, Sie sprachen von der Veränderung des Antrages. Von den Grünen kam in dem Ausschuss nichts. Mit diesem Ausschuss, in dem Ausschüssen wurde ausschließlich zwischen der AfD und der CDU kommuniziert. Alle anderen haben schlicht und einfach nur abgelehnt. Doch, genau das stimmt. Dann sprachen Sie davon, hier werden Kinder, Schulkinder gegen Asylkinder entgegengehetzt. Wir sind hier im Stadtrat, hier sind an sich keine Kinder. Gut, wenn Zuschauer, mag ja sein, aber im Stadtrat, da wird Politik betrieben und da kann man auch miteinander streiten. Das hat nichts mit gegeneinander hetzen zu tun. Darüber hinaus, Sie sagen ja selber, Sie wollen die Kinder schützen. Frau Arnert hat es schon angebracht mit ihrem Antrag, passt nicht ganz. Herr Blümel, wir sind also unsachlich und unseriös. Das tue ich mal ganz deutlich zurückweisen, das ist Schwachsinn. Wir haben mal wunderschön ein paar kleine Zitate von SPD-Leuten. Sporthallen sind keine Lösung des Problems. Angelika Schröttler, SPD. Genauso auch Erich Pipper, SPD, und Franziska Griffi, wie auch immer, SPD. Es ist keine Art und Weise, so mit den Leuten umzugehen. Und wir sind nicht berechtigt zur Diskussion. Herr Blümel, was ist denn das, bitte schön? Natürlich sind wir berechtigt, denn wir sind nämlich gewählte Vertreter in diesem Rat. Herr Muskulus, der Notfallplan bleibt erhalten. Der OB kann die Räumlichkeiten nutzen. Es passiert gar nichts anderes. Und das andere, was Sie da zitiert haben, das ist überholt. Wir reden hier von dem Änderungsantrag vom 26.01. Herr Avenarius, ist die Realität in Dresden nicht so, dass die Stadt gespalten ist? Ist es die Realität nicht sogar so, dass es keine Ansätze gibt, das zu ändern? Und dieser Antrag, und wenn Sie mir zugehört haben, und eigentlich weiß ich, dass Sie doch immer recht gut zuhören, steht ja schon drinne, den Leuten, den Befürwortern und den Gegnern die Hand reichen. Und genau das ist das. Es verändert sich eigentlich gar nichts von OB, der kann immer noch machen, wie er möchte, aber wir gehen der Sache mal entgegen. Das ist eine gute Variante, einfach mal zu sagen, wir tun etwas für alle. Das nennt man Handreichen, das nennt man aufeinander zugehen. Nur so als nebenbei. Ach so, Herr Blümel, Entschuldigung, habe ich vergessen. Sie fragten nach den Alternativen. Container sind nicht schön, aber sie sind kleinere Parzellen, demzufolge eine höhere Privatsphäre. Und das ist eine Alternative. Herr Schmählich, was hatten wir denn bei Ihnen? ja, das schenken wir uns, genauso schenken wir uns. Herr Scholbach, Sie sprachen von der rechtsextremen AfD. Haben Sie mal einen Beweis dafür? Aber Herr Scholbach, wenn Sie so amüsiert sind, dann empfehle ich doch einfach mal allen Stadträten und auch allen Bürgern, die zuhören,
schauen Sie einfach mal nach und geben Sie mal in einer Bildersuche, in einer sehr bekannten Suchmaschine, den Namen Norbert Engemeier ein. Herr Engemeier, dort hinten sitzt der Stadtrat, Teil Ihrer linken Fraktion. Dort werden Sie ein Bild finden mit ihm. In Sachsen ist Platz für 1 Million weitere Menschen. Das ist ja in Ordnung, dass Sie dazu stehen, nur haben Sie leider kein Konzept. Wenn Sie nämlich ein Konzept hätten, Sie wären der bekannteste, berühmteste und beliebteste Kommunalpolitiker Deutschlands. Aber das haben Sie nun mal nicht. Und da Sie das nicht haben, Herr Engemeier, was ist es denn? Herr Scholbach spricht zu anderen Stellen immer von den Leuten, die immer fleißig Brandstifter sind. Nun, wenn es Brandstifter gibt, entstehen Feuer. Wo Feuer ist, muss die Feuerwehr her. Die Feuerwehr sind wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir der Stadtrat in Dresden, also auch Sie, Herr Schmählich. Und was kann man tun, um ein Feuer zu löschen? Man kann einen Wassereimer nehmen. Und dieser Antrag ist ein Wassereimer. Und so ein Bild, wie von Herrn Engemeier, der dazu steht, das ist ein Benzinkanister. Vielen Dank. Bevor wir zur Abstimmung kommen, hätte ich noch Hinweise zum Gang der Abstimmung. Wir haben einen federführenden Ausschussbericht, der ablehnt, der also den Ursprungsantrag ablehnt. Es gibt hier allerdings durch verschiedene vorliegende Fassung der Anträge und Ergänzungsanträge keine so eindeutige Situation, dass mit diesem Ausschussbericht alle anderen Anträge konsumiert sind. Ich würde deswegen auch, um weiteren Verschwörungstheorien vorzubeugen und Transparenz zu schaffen, insofern den Antrag der AfD-Fraktion in der Fassung vom 26.01. als einen Grundantrag zu nehmen, zu dem es einen Ergänzungsantrag von fraktionslosen Stadträten gibt. Und nach der Abstimmung von diesen beiden Änderungen den federführenden Beschlusstext aufrufen. Dann haben wir eine hinreichende Transparenz gefunden und müssen uns nicht mit dem Vorwurf beschäftigen, es wäre etwas unter den Tisch gefallen. Herr Gilke hatte vorhin einmal das Wort von geheimer Abstimmung verwandt. Ich bin nur etwas unsicher, weil einerseits ein konkreter Vortrag für die Begründung nicht gegeben worden ist. Ich für Gründe der Geheimhaltung insofern auch keinen Raum sehe. Es ist natürlich ganz formal so, als reiner Geschäftsordnungsantrag ist auch der Antrag auf geheime Abstimmung zulässig. Wir könnten jetzt die Frage, ob wir geheim abstimmen wollten, Geschäftsordnung zuerst abstimmen und auch das aufzuräumen. Ich weiß nur nicht, ob ich das möglicherweise mit der Frage geheime Abstimmung missverstanden habe oder ob Sie darauf bestehen. Gut. Insofern ist es ein Geschäftsordnungsantrag, der in unserer Geschäftsordnung auftaucht. Und ich stelle zunächst die Frage, wer ist dafür, dass wir über die inhaltlichen Anträge geheim abstimmen? Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist damit also dieser Antrag abgelehnt und wir kommen zunächst zum Ergänzungsantrag fraktionsloser Stadträte und ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Ergänzungsantrag Ihre Zustimmung erteilen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung ist damit abgelehnt und rufe auf den Antrag AfD-Fraktion in der Fassung 26.01. und bitte um das Handzeichen, wenn Sie dem Ihre Zustimmung erteilen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist
bei 24 Ja-Stimmen und 36 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt worden. Und ich komme dann mit zum Bericht des federführenden Ausschusses. Wenn Sie diesem Bericht zustimmen, bekräftigen Sie die Ablehnung bitte um Ihr Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? 36 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen ohne Enthaltung. 25 Nein-Stimmen, Dankeschön. 36 Ja, 25 Nein, keine Enthaltung. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 9.3 absolviert. Wir